Jo, servus, Gäste, das Wetter ist Beck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen und zurück zur wahrscheinlich letzten FIFA-Jahresanalyse, meine lieben Freunde. Heute geht es um Tizzy Schubech, Jungs, und jetzt auf alle Fälle am Anfang des Videos. Lasst auf alle Fälle eine Bewertung da. Wie fandet ihr dieses Format auf meinem Kanal? Wenn ihr es gut fandet, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es schlecht fandet, auch gerne einen Daumen nach unten. Und schreibt mir auf alle Fälle euer Feedback in die Kommentare, was man hätte besser machen können, was nicht so gut, was war gut. Auf jeden Fall würde mich da sehr interessieren, Jungs, und ich würde mal sagen, wir starten rein. Heute mal ein bisschen, sage ich mal, weil Tizzy Schubech ein polarisierender Kanal war, gerade auch bei mir auf dem Channel, wo es viel unten abging, wenn ich über den Kanal was berichtet habe, habe ich mir ja so entschlossen, mache ich mal nicht solche langweiligen Sachen vielleicht für den einen oder anderen mit rein, wie zum Beispiel, wie sie bei Fatal abgeschnitten haben oder sonstige, sage ich mal, kleinere Errungenschaften, sondern gehe einfach mal auf alles das ein, was dieses Jahr polarisiert hat, im Positiven sowie auch im Negativen, Jungs, also über die Skandale und auch die Errungenschaften dieses Kanals. Und ich würde sagen, ja, starten wir auf alle Fälle mal rein. Am 8.11.2017 hat Tizzy Schubech das erste Mal auf YouTube ihr neues Studio angekündigt. Man muss einfach sagen, sowas ist bisher einmalig in der FIFA-Szene. Das Studio ist hochwertig und sie haben es auch sehr unterhaltsam für die Zuschauer gestaltet. Für viele ist es nun mal ein absoluter Mehrwert, zum Beispiel mit dem Boxautomat, auch mit dem Logo hinten, mit den Pflanzen. Sieht einfach nur richtig heftig aus. Und 19 Tage später haben sie dann auch ihren vollständigen Umzug vermeldet. Am 29.12. ja, kam es zum ersten Mal ja zu so einem kleinen Downpunkt von Tizzy Schubech. Damals kam ein Video darüber, dass der Kanal von ihnen fast gelöscht wurde, dadurch, dass sie ein Intro namens Allstars verwendet haben und somit eine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Und da hatten sie natürlich richtig Angst, gelöscht zu werden, denn sie hatten auch schon einen Strike bekommen und hatten auch schon einen von EA meines Wissens bekommen und hatten da halt wirklich Angst, weil man verliert sehr ungern, sage ich mal, so einen großen Kanal. Deswegen kann ich die Jungs da auf jeden Fall auch verstehen. Am Ende ist es natürlich alles gut gegangen durch gute Mitarbeit des Netzwerkes und ja, da konnten sie sich noch mal ein bisschen rausentwinden. Am 24.02. wurde dann Tizzy Schubech auch Teil der Hackerwelle. Das war ja dieses Jahr so eine Art Trend, muss man leider dazu sagen. Phineas hat zerwischt, Gamer Brother hat zerwischt, den einen oder anderen E-Sportler. Dadurch, aber sie haben so gut wie alles wieder von EA wiederbekommen. Ich glaube sogar alles. Also der Schaden wurde eigentlich so in Grenzen gehalten. Natürlich Glück im Unglück auf jeden Fall. Aber ich frage mich immer, wird so der normale FIFA-Zocker, wie zum Beispiel du oder ich, also ich meine dich, der das Video gerade eben schaut, wird er dann, glaube ich, auch so behandelt und bekommt alles wieder? Ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber ist auf jeden Fall nice, dass sie da alles zurückbekommen haben. Während Fatal Germany kam es zu einem Fake-Skandal, den der ein oder andere mitbekommen hat. Ihm wurde vorgeworfen, halt Fatal zu faken, dadurch, dass sie mehrere Spiele gemacht haben. Das Ganze wurde publik durch Max Gaming TV, der zufällig während eines Spiels von seiner Art Fatal ist er zufällig auf Tizzy Schubech getroffen, hat sie dort besiegt und sie sind dann rausgequittet. Und natürlich kann man das natürlich auch so werten, wenn sie mit dem Fatal-Team da spielen, dass es vielleicht ursprünglich für die Aufnahme gewesen sein könnte. Offiziell hieß es ja, dass sie ein Testspiel gemacht haben, aber ich frage mich persönlich immer, wo fängt Testspiel an und wo hört Aufnahme vielleicht auf? Man kann natürlich nicht wissen, was sie für ein Aufnahmeprogramm aufhatten. Und damals haben mein Video auch viele missverstanden, dass ich nur Theorien geäußert habe, wie es gewesen sein könnte. Aber man muss auf jeden Fall sagen, ich sehe es kritisch, dass Leute einfach so Testspiele machen, während das andere nicht machen. Klar, es ist gegeben. Ich persönlich würde das abschaffen. Erstens kommt es da gar nicht zu solchen Skandalen. Und zweitens frage ich mich einfach nur, warum man das macht. Ich finde, das ist einfach absolut untransparent für mich persönlich. Und da hilft es natürlich für den einen oder anderen nicht weiter, wenn dann zufällig die beiden, die, sage ich mal, schon das ein oder andere Mal ist ein Fatal gerissen, aber sonst nicht als die besten Spieler der Szene gelten, dass die immer mit den heftigsten Squads antreten. Und das Ganze passt dann natürlich für viele in den Kram rein und lässt solche Gerüchte entstehen. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich es kritisch betrachte. Ich kann es natürlich auch nicht wissen, ob sie es gemacht haben oder nicht, aber ich finde, um mehr Transparenz zu schaffen, sollte man das dann auch so durchziehen. Und auch FGU hat das mal indirekt kritisiert, dass man das als eigentlich sinnlos findet, dass Leute diese Testspiele machen, und auch bei United haben sie es meines Wissens gemacht. Ich finde es jetzt nicht so gut. Ich würde eine extremere Step-Proof-Methode einführen, aber das ist dann den Veranstaltern selbst überlassen. Wenn ich jemals bei so einem Turnier mit dabei wäre, ich würde auf alle Fälle keine großartigen Testspiele mehr spielen.
Nach Vettel kam es dann auch zu einem Crewausstieg, eben deshalb, weil sie United nun mal alleine durchziehen wollte. Vettel hat sich auf jeden Fall nicht weiterentwickelt, da kann ich absolut zustimmen. Deswegen ist auch dieser Schritt vollkommen verständlich. Am 26.04. mal wieder was richtig Nices, haben sie Deutschland sucht den Superstreamer eingeführt. Ein richtig cooles Format, wo dann am Ende der Gewinner auf der Gamescom-Bühne quasi geehrt wurde mit einigen anderen Teilgewinnern. Fand ich auf jeden Fall eine richtig nice Aktion, der kleineren YouTubern die Chance zu geben. Ich persönlich habe es verpasst, teilzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob sie mich mit reingenommen hätten, aber ja, ich persönlich hatte keine Zeit zur Gamescom. Trotzdem richtig nices Format. Ich habe Lucky die Daumen gedrückt. Leider hat er am Ende nicht gewonnen, aber was nicht ist, kann auf jeden Fall noch werden. Und ich hoffe mal, dass sie das nächstes Jahr auch wieder machen, weil ich das schon richtig nice fand. Und die Gamescom-Show konnte man ja auch auf diversen YouTube-Kanälen betrachten. Hat mir auf jeden Fall dazu auch ziemlich gut gefallen. Am 30.06., während United lief, kam es zu einem etwas ungewöhnlicheren Diss-Track von Tizzy Schubich, der nicht quasi so richtig selbst gemacht wurde. Sie haben einen Rapper organisiert, aber das Video hat auf alle Fälle sehr hohe Qualität, muss man einfach dazu sagen, auch mit Michaela Schäfer. Man soll halten, was man will. Ich persönlich halte es musikalisch nicht für das Allerbeste, aber das muss wirklich jeder selber wissen, ob er das jetzt feiert oder nicht, denn Musik ist auch absolut Geschmackssache. Allerdings kam es kurze Zeit später mit Michaela Schäfer zu einem kleinen Skandal, denn Tizzy Schubich hat ein Strip-FIFA-Video auf ihrem Kanal hochgeladen, zwar alles verpixelt und so, aber natürlich war der Inhalt arg erkennbar. Michaela hat sich jedes Mal, wenn sie den Spieler mit einem gewissen hohen Wert gezogen haben, ein kleines Stück ausgezogen. YouTube hat das als pornografischen Inhalt gewertet. Dazu in meinem Meinungsblog habe ich damals gesagt, dass wenn man so etwas, dass es richtig ist, dass sie gestrikt wurden, aber andere Kanäle, die natürlich auch diese Hemmschwelle, die YouTube damit gesetzt hat, überschreiten, auch weg müssten. Und da gehen natürlich Grüße raus an Katja Krasavitz, auch wenn ich jetzt die Musik, sage ich jetzt mal, nicht ganz so schlimm finde, aber natürlich. Ja, das aktuellste Musikvideo, da braucht man sich nicht streiten, das hat auf dieser Plattform nichts zu suchen, das Lied schon, aber definitiv nicht das Musikvideo dazu. Und ja, um das ganze FIFA-Jahr nochmal positiv für sie abzurunden, kann man einfach sagen, am 6.8.2018 sind sie zum VfB Stuttgart mit reingejoint, auch eine Sache. Es zeigt einfach, was in der FIFA-Szene möglich ist, und ich denke mal, das sollte den einen oder anderen von euch in der Szene auf jeden Fall auch anstarren. Mich stachelt es teilweise auf jeden Fall, mich stachelt es generell an, weiterzumachen. Denn der Hype ist wieder da, Jungs. Morgen weiß ich noch nicht, ob ein Video online kommt, denn morgen habe ich Geburtstag, habe demzufolge auch ein bisschen was zu tun, muss auch noch lernen, Jungs, aber ich versuche aktiv am Ball zu bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab, oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Verlinkt, Jungs, kostenloses Abo wäre Baba, euer Sweater. Raus, macht's gut, haut rein und ciao, folgt mir gerne auf Social Media.